Hallo liebe Fußballfreunde des FC Bayern Altenau, herzlich willkommen zum Heimspiel in der Mayreck Arena gegen den SV Steinbach am 18. Spieltag der Lotto Hessenliga. Unsere Bayern haben Anstoß und spielen in Blau in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Sechste Spielminute, Freistoß Younes Cebarri auf Captain Marcel Wilke, aber dessen Kopfballverlängerung findet keinen Abnehmer. Die Bayern dann im Versuch des Spielaufbaus mit dem Ballverlust und die Steinbacher können mit viel Platz und viel Raum umschalten, versuchen es dann aus der zweiten Reihe, aber der Ball geht deutlich über das Tor. Mehr als eine Viertelstunde Steinbach über die rechte Seite und erneutes Foulspiel von Daniel Cheron, der daraufhin dann auch ausgewechselt wurde. Freistoß für die Steinbacher, bringt aber nichts ein, die Bayernabwehr kann klären. 10 Minuten später dann aber die Bayern mit einem schnellen Umschaltmoment. Younes Cebarri bedient Mercy Sandy, der geht in den Strafraum, aber verzieht. Weiter geht's also in der 36. Minute, erneut die Bayern, Mercy Sandy wieder beteiligt, spielt den Ball in den Strafraum auf Justin Barry und der wird von den Beinen geholt und es gibt keinen Elfmeterpfiff. Hier der klare Tritt zu erkennen, allerdings, wie gesagt, kein Strafstoß für die Bayern auf der anderen Seite, kurz vor der Halbzeit dann. Eine tolle Parade von Fabian Wolpert. Letzte Möglichkeit nochmal vor dem Pausentee für die Bayern. Mösse Sande mit der Direktabnahme, aber einen halben Meter zu hoch. Dann sind wir schon in der 51. Minute. Mösse Sande erneut am Ball als Antreiber. Lukas Fächer bedient Luka Garic, aber der kommt 2 Schritte zu spät. 63. Minute. Der eingewechselte Benjamin Drakeza treibt das Spiel an. Steckt dann den Ball nochmal durch auf Justin Barry. Und der zieht die Kugel flach vors Tor. Aber ein Steinbacher kann gerade noch klären. Alsnau dann mit der zweiten Welle. Mercy Sunday auf Paul Seigel. Der tankt sich durch, legt sich den Ball aber dann ein Stück zu weit vor und trifft nur das Außennetz. 20 Minuten vor dem Ende dann mal wieder die Gäste vom SV Steinbach. Die können hier ohne große Gegenwehr durchs Alsenauer Mittelfeld marschieren. Dann nochmal die Seitenverlagerung und plötzlich ist Platz im Strafraum. Aber Marcel Wilke kann klären. 2 Minuten später dann dieser Eckstoß und der landet im Netz. Nils Hartung bringt die Steinbacher mit 0:1 in Führung. Was bleibt also jetzt noch den Bayern in der Schlussviertelstunde? Ein Schussversuch von Luka Garic, aber zu zentral in die Arme des Keepers. Freistoß für Steinbach. Der kommt gefährlich auf den zweiten Pfosten, aber der Kopfball am Tor vorbei. Den Bayern läuft allmählich die Zeit davon. Auf der anderen Seite ebenfalls Standard Younes Cebarri. Der Ball wird abgefälscht und der Keeper mit einer tollen Parade verhindert den Ausgleich. Und so gibt es gegen Ende des Spiels natürlich viel Platz für die Steinbacher. Die Bayern aufgerückt und dann dieser Schuss aus der zweiten Reihe landet vor den Füßen von Michael Wiegand und der staubt ab 0:2 kurz vor Spielende, also für die Steinbacher. Aber auch in diesem Spiel nochmal die Bayern mit einer letzten Aktion. Younes Cebarri mit dem schnell ausgeführten Freistoß. Lukas Fächer verkürzt auf 1:2. Das war's. Danke. Ciao, ciao. Und Glückwunsch an euren Sieg, an verdienten Sieg. Ja, wir sind natürlich jetzt alle geknickt, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich bin nicht überrascht. Das gebe ich jetzt offen zu. Und ich bin trotzdem, ich bin mega stolz auf die Mannschaft. Natürlich nach Sieg nicht, das Spiel an sich war nicht gut, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich weiß um die Schwere der Aufgabe, gerade nach dem Dienstagsspiel, wenn dann so ein Highlightspiel ansteht, dann jetzt mit dem Verlust vom Alm hier klar, so ein Mentalitätstyp, dann verletzt, dann ist heute Morgen noch der Leonidas, hat sich krank abgemeldet und plus natürlich über allen Überfluss muss man auch unseren Cheron nach was weiß ich, 10, 15 Minuten opfern, weil er gelb-rot gefährdet war. Und das muss erstmal die Truppe jetzt erstmal verkraften, so 3 Säulen. Trotzdem war es sehr schwierig, weil der Gegner top organisiert war. Wir wussten, im Oktober waren sie jetzt nicht so erfolgreich, deswegen kamen sie mehr aus der Struktur.